willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter hier aus dem Bundeshaus direkt zu Ihnen in die Stube. Und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, weil mein Italienisch ist nicht so wahnsinnig gut. Ich kann nur über Essen und Trinken reden. Dein Deutsch ist viel besser. Und wir reden mit Marco Chiesa, dem Präsident der SVP-Ständerat aus dem Tessin. Und ich habe aus der Galerie deshalb einen Bianco di Merlot. Bravissimo. Geholt. Eine gute Wahl, una bella scelta, bravo. Bravo. Mi piace tanto i vini ticinesi, die sind ganz große Klasse geworden. Facciamo salute. Salute, salute alla vostra anche. Sì. Auch wenn, fein, sehr gut. Bello, buono, eh? Auch wenn, questa è la parte più facile. Ja, so, genau, es wird nur schwieriger, ja. Aber es hilft. Ja, unbedingt. Und mir fällt natürlich auf, viele Winzer im Tessin sind ursprünglich Deutschschweizer. Das fällt ist mir fällt immer wieder auf. Ja, das schon. Da ist ein bisschen ein Wettbewerb hineingekommen, oder? Wettbewerb, weißt du, wenn es gibt gute Deutschschweizer, die ein sehr gutes Merlot erstellen können, die sind herzlich eingeladen. Genau. Und herzlich willkommen. Sie flüchten ja in ein gutes Weinklima in Tessin. Oder? Ja, das ist so. Wir sind bekannt für diese Merlot und die rote Merlot sind auch sehr, sehr, sehr gut bekannt. Mhm. Und wir sind stolz auf diese Produkte. Mhm. Jetzt reden wir über die Bundesratswahlen, ja. Dann über die SVP, über die Themen des nächsten Wahlkampfes und wie die Partei sich aufstellt. Beginnen wir mit den Bundesratswahlen am Freitag, also einen Tag nachdem diese Sendung ausgestrahlt wird, entscheidet die Fraktion über ein Zweier-Ticket. Es ist klar, du bist völlig neutral und so. Aber vielleicht erläuterst du, warum ein Zweier-Ticket? Manchmal hat man ja, das letzte Mal habt ihr ein Dreier-Ticket gemacht. Was ist die Überlegung dahinter? Ja, erstens, also richtig gesagt, manchmal der Präsident hat nicht ein Privileg, etwas zu sagen, weil man muss auch ein neutrales Präsident haben. Und mit Werner Salzmann bin ich Kollege im Ständerat, das ist ein super Kollege. Röstier war Präsident, als ich Vizepräsident war. Und Hans-Uli Vogt, wir waren im Nationalrat Kollegen und die zwei Regierungsräten haben eine Führungserfahrung und auch viele Kompetenzen. Jetzt, die sind fünf. Schlussendlich, der Vorstand hat entschieden, eine zweite Ticket zu bringen. Weil, letzte Mal, hatten wir ein bisschen die Landeskulturen und die Landesgebieten. Genau. Das mit war drei Kandidaten aus allen drei Regionen. Und das war richtig. Das war richtig. Das ist auch in unserer Bundesverfassung geschrieben. Ein Welschen, ein Tessiner und ein Deutschschweizer. Heute müssen wir wirklich noch die Deutschschweiz in drei Regionen teilen. Mhm. Wir haben einfach gesagt, wir haben fünf gute Kandidaten und wir werden eine zweite Ticket bringen. Heute und morgen, das ist die Normalität, ehrlich gesagt. Dann, wenn zwei Berner sind, ein Berner und ein Innerschweizer und ein Berner und eine Zürcher, werden wir sehen. Das ist ganz schwierig, diese Entscheidung, weil alle bringen wichtige und gute Kompetenzen. Mhm. Das ist keine Piaggeria, auf Italienisch man sagt, ja. Das ist einfach so. Ja, also es ist ja am Schluss eine Auswahl. Wie läuft das eigentlich ab? Gibt es am Freitag gibt es noch ein Hearing mit diesen fünf Kandidaten oder wie muss man sich das vorstellen? Wie findet man zu diesem Entscheid in der Fraktion? Nein, wir werden eine Anhörung führen, völlig klar. Die ganze Fraktion wird anwesend sein. Mhm. Wir sind in Kanton Wallis. Ja, in Ermenonce. In Ermenonce. Das ist auch etwas, das wir machen ganz gerne, wenn ich so sagen kann, weil wir versuchen auch die Regionen zu besuchen und dieses Mal sind wir in Kanton Wallis, die werden auch die Kandidaten kommen und wir werden auch Fragen stellen und schlussendlich werden wir abstimmen. Das ist ein demokratischer Weg. Was findest du, jetzt reden wir nicht über Namen, aber was findest du, was ist wichtig? Was muss ein Bundesrat oder eine Bundesrätin wirklich gut können, damit es ein guter Bundesrat wird? Ja, Führungskompetenzen. Das ist mein erster Punkt, weil es gibt eine Verwaltung. Mhm. Also es gibt nur zwei Optionen. Entweder du führst und entweder wirst du geführt. Mhm. Und das funktioniert es nicht, wenn eine Verwaltung für dich entscheiden wird. Mhm. Du musst eine klare Linie haben. Du musst auch Lösungen haben und dann die Verwaltung muss für dich arbeiten. Sonst du bist nur eine Figur, wenn ich so sagen kann. Mhm. Und wir brauchen keine Figur heute. Heute wir brauchen jemanden, der schwierige Entscheidungen treffen muss und kann.
Es gibt eine, ich blende sie dann unten ein, es gibt eine Karikatur aus dem Nebelspalter aus den 50er Jahren. Ja. Ein Beamter, so mit Paragraphen in den Augen und einen Zopf oder einen alten Zopf. Und darunter steht, wer sitzt in Bern und gibt dem Lande die Gestaltung? Ja. Zweitens ist der Bundesrat und erstens die Verwaltung. Voilà. Und das war also schon, das ist 70 Jahre her, schon damals ein Problem, oder? Ja, wir kennen jemanden, der im Bundesrat eine ganz andere Art und Weise zu führen eingebracht hat. Er ist schade nur 4 Jahre geblieben, aber das ist meine... Ja, das ist meiner Meinung nach jemand, das eine Art und Weise von Führung, das wir noch einmal bringen. Du denkst müssen. An Christoph Blocher. Ja, oder? Klar. Ja. Ja, klar. Aber er wurde für das dann bestraft. Oder? Ja, ja, aber weißt du, das war nur eine Schande, erstens. Mhm. Und das war wirklich für unsere Bundes ein Peccato, ein Schade. Es ist wirklich schade, dass er nicht mehr lange bleiben könnte. Vielleicht kannst du etwas mehr reden über die Kandidaten der Sozialdemokratischen Partei? Das mache ich gerne. Ja, sehr gut. Also da gibt es jetzt zuerst die große Frage, ob Männer überhaupt kandidieren dürfen oder nicht. Bei euch dürfen beide kandidieren, beide Geschlechter. Ja. Gleichstellung, meinst du? Ja, ja, es ist die Frage, wer ist die Gleichstellungspartei, die SVP oder die SP? Wir haben alle gehört, die SP. Also du kennst ja Daniel Josic. Ja, ja, wir sind auch in einige Kommissionen zusammen, wir sitzen zusammen im Ständerat, er hat Kompetenzen, er ist immer engagiert, er könnte eine glaubwürdige Kandidat für diese Bundesratssitz sein. Aber man hat sofort gehört, die SP-Führung, die haben klipp und klar gesagt, 2 und 2 Frauen. Mhm. Aber das ist meiner Meinung nach eine Diskriminierung, wenn ich so sagen kann. Mhm. Du kannst auch einige Elemente bevorzugen, aber sofort eine... Zum Vornherein, a priori. A priori jemand ausschließen. Mhm. Das ist nur eine Genderpolitik, die ich nicht teile. Mhm. Auch in Arena haben wir darüber gesprochen. Genau. Und schlussendlich bleibe immer die gleiche Meinung. Alle sollten eine Gelegenheit bekommen. Mhm. Und warum sollten wir schon mit solchen Kriterien jemanden ausschließen? Mhm. Also, dafür hat man dann geöffnet für die Romandie oder die Lateiner. Das ist interessant, oder? Ich werde den Verdacht nicht los. Oder man macht so Spiele schon für die nächste Wahl, questo oder? Lo dicono in tanti, questo, ja. Also ich meine gibt diese Gerüchte. Roger Nordmann, Pierre-Yves Meyer möchten unbedingt eine deutsch-schweizer Frau, weil dann sind sie schon fast gewählt. Und umgekehrt gibt es natürlich jetzt in der Deutschschweiz Männer, die gerne Madame Bohm-Schneider, auch eine Ständerätin Jura, haben würden. Du bist gut informiert. Ja, ich bin nicht mehr grün hinter den Ohren. Aber ich meine... Ist das nicht noch, ich finde es einfach verrückt, weil man, wenn man bei der jetzigen Wahl schon über die persönlichen Aspirationen der nächsten Wahl denkt. Ja, aber das wäre wirklich, wenn es so ist, ist es wirklich heuchlerisch. Ja. Ist er wirklich heuchlerisch? Mhm. Ich gehe davon aus, dass heute brauchen wir eine Führungskompetenzen, die Lage ist ernst. Wir haben eine Versorgungssicherheit, ein großes Problem. Zuwanderung ist ein riesiges Problem. Es gibt eine Inflation, Kaufkraft und so weiter. Brauchen wir jetzt eine Genderpolitik oder brauchen wir ein sehr gutes Bundesrat oder Bundesrätin. Für mich es ist egal. Ich habe nie einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht. Du weißt, dass ich habe auch im Gesundheitswesen gearbeitet für 15 Jahre. Das sind sowieso viele Frauen. Oh ja, 80%. Ja. So habe ich nie dieses Problem zwischen Männern und Frauen wirklich gespürt. Für mich, die Frauen haben immer eine riesige und eine geschätzte Beitrag geleistet. Und die machen das auch hier im Bundeshaus. Und auch in meiner Familie. No? Warum? Warum nicht? Wir diskutieren jetzt seit 2 Wochen darüber, über Frau versus Mann. Sie. Und dann noch Unterthema Frau mit Kind, mit Erwachsenen Kindern oder mit jungen Kindern. Ja.
Und ja, also diese Debatte ist dann bisschen, Frauen mit blonden Haaren und schwarzen Haaren oder das la prossima cosa. La prossima cosa, no? Nein, wenn wir mit diesen Kriterien anfangen, dann werden wir nie eine Hände haben. Wir müssen oder alle Kandidaten, die fühlen, dass sie etwas für dieses Land bringen können, die sollten eine Gelegenheit, sich zu kandidieren. Mhm. Und dann, die Bundesversammlung kann eine glaubwürdige Entscheidung treffen. Aber wenn die Parteien beginnen, jetzt schon heute, solche Kriterien einzuführen, dann wir wissen, wann wir beginnen, aber wir wissen wir nicht, wenn ein Ende gibt. Ja, und was dann passiert. Ja. Und wann das passiert. Ja. Nein, ich gehe davon aus, dass alle, es steht auch klipp und klar auch in unserer Bundesversammlung, alle können sich kandidieren. Ja. Alle können sie, auch wenn sie nicht Parlamentarier sind. Mhm. Und eine Partei sagt schon am Anfang, dass jemand kann das nicht. Mhm. Weil sie wissen ganz genau, dass sie werden keine Sprengkandidaten unterstützen. Mhm. Die haben das gemacht. Die haben in Vergangenheit und wir werden nicht das machen. Aber wenn jetzt zwei Personen auf dem Ticket wären, die diese Kriterien nicht erfüllen, dann wählt die SVP trotzdem. Ich gehe davon aus, dass die Kandidaten die Frauen, die sich angemeldet haben und entre guillemets, wir haben auch viele Frauen gehört, dass sie haben verzichtet. Genau, sehr viele. Sehr viele. Weil es ist gar nicht wie, ja, ich habe ein Interview gelesen von Kuschmann, wenn ich mich nicht täusche, der sagte, ja, aber Bundesrat, er hat gar nicht gesagt, das ist ein einfaches Job, aber man kann auch, es ist nicht so schwer. Ich gehe davon aus, dass es ist eine schwierige Lage und wir brauchen alle Kräfte, um Lösungen zu finden. Mhm. Aber noch einmal, ich meine, es könnte ja sein, dass die Auswahl, die SP gibt, eben eher schwache Personen sind, die eben nicht führungsstark sind, wie du gesagt hast. Ja. Und dann, ja. Ja, aber die Frauen, dass sie sicher Kandidaten sind, die haben Kompetenzen, wenn ich denke. Eva Herzog. Eva Herzog zum Beispiel, meine Kollegin aus dem Kanton Jura, sie war auch Regierungsrätin dort, Evi Allemann, wenn ich mich nicht täusche, sie war Bundesparlamentarierin und jetzt Regierungsrätin. Vielleicht sie wollten jemand andere, aber... Ich meine, ich finde, die stärkste Kandidatur wäre Daniel Josic, ganz klar, am meisten Erfahrung. Und so? Viele denken das. Ja. Viele denken das, weil er ist geschätzt, er ist, wie gesagt schon, er ist glaubwürdig. Mhm. Er ist ein Sozialdemokrat, kann man so sagen, Sozialdemokratico. So, er kann auch ziemlich auch in einer einfachen Art und Weise eine Kontakte mit die Mitte und die Mitte rechts erstellen oder haben. Mhm. Andere Kandidaten, die vielleicht zu ideologisch sind, die werden Mühe haben. Mhm. Aber in diese Kreise geht davon aus, dass mindestens die drei Frauen, die wir erwähnen haben, die haben die Kompetenzen, das zu tun. Aber das heißt, ich meine, die SVP könnte ja, wenn Daniel Josic nicht auf dem Ticket ist, ihn trotzdem zu einem Hearing einladen oder so? Es gibt auch in SP-Reihen Leute, die haben klipp und klar gesagt, ich möchte gerne eine Ticket. Mit zwei Frauen und einem Mann. Und einem Mann. Ja, Zanetti, Kollege Zanetti. Ja, Roberto hat das gesagt und es könnte eine Lösung sein. Aber haben Sie wirklich den Mut, gegen Ihre eigene SP-Führung sich zu wehren? Das ist eine Frage. Das erfahren wir am Freitag, oder? Dann entscheidet die Fraktion, ob Männer zugelassen sind. Ja. Es ist wahnsinnig. Ja. Aber eben, die SVP lädt ihn nur ein, wenn er auf dem Ticket ist, höre ich das heraus. Mhm. Okay. Mhm. Aber das macht ihr ja, weil ihr Angst habt bei dem nächsten Mal, dass man wieder jemand von euch wählt, der nicht auf dem Ticket ist. Die SP hat ja das genau gleiche erlebt wie ab und zu die SVP, so in den Nullerjahren und so. Ja, aber wir brauchen heute, wir werden nie gleicher Meinung sein. Europa zum Beispiel, mit SP, die wollen die Schweiz in Europa bringen. Du hast klipp und klar gesehen, letzte Kongress, letzte Veranstaltung, 2027,
einen Beitritt von der Schweiz in die Europäische Union. Ja. Das ist gar nicht unser Ziel. Mhm. Wir werden das bekämpfen. Mhm. Wir haben auch viele andere Themen, Energieversorgung zum Beispiel, wir haben eine andere Meinung, aber schlussendlich, es gibt ein Gremium von 7 Leuten und die müssen zusammen gut arbeiten. Wenn wir beginnen heute, in dieser schwierigen Lage, diese kleine Spiele in unserer Bundesversammlung machen, dann sind gar nicht die richtige Prämisse, die richtige Voraussetzungen, um einen Job für die ganze Schweiz zu erfüllen. Reden wir etwas über die Departementsverteilung. Ja. Frei werden die Finanzen werden frei von Ueli Maurer und das Umwelt-, Verkehr-, Energie-, Kommunikationsdepartement von Simonetta Sommaruga. Beides große Departemente, wichtige Departemente. Am einen Ort kommt das Geld rein und beim anderen geht es raus. Ein bisschen so, oder? Ja. Sehr. Wer soll das in Zukunft führen? Welche Parteien sollen das führen? Ich kann nur sagen, dass die FDPler sind 2 und die SVPler sind 2, so wie es gäbe eine Mehrheit, um die Departementen zu entscheiden. Das ist eine Sache, dass die Parteien nicht machen können, weil du weißt ganz genau, dass die sind die Bundesräte, die diese Entscheidung treffen werden. Und auch wir in unserer Reihe, wir versuchen ein bisschen zurückhaltend zu sein. Es scheint ein bisschen, wenn wir zu unseren Bundesräten darüber sprechen, dass wir ein bisschen stoßen wollen oder so. Die wissen ganz genau, was es richtig zu tun. Aber auf unsere Aussicht, es gibt Kandidaten, die könnten sehr gut UBEC übernehmen, zum Beispiel. Mhm. Aber ich würde nicht Finanzen unterschätzen. Man weiß ganz genau, dass in Zukunft werden wir ein riesiges Problem im Bereich Finanzen, weil nach den Corona, nach den Schulden, mit der Inflation, Wirtschaft und so weiter, dort würde ich nicht unterschätzen. Wir brauchen jemanden, der wirklich führen kann. Dann ist völlig klar, wir haben viele Jahre über diese Energiepolitik, Energiestrategie 2050 und ich will gar nicht den Vorwurf hören, ihr macht nur Kritik, aber nichts, um etwas zu wechseln, zu ändern. Genau. Wenn wir dieses Departement übernehmen werden, werden wir auch andere Lösungen auf den Tisch bringen. Und andere Lösungen sind, wir werden die Versorgungssicherheit priorisieren, weil wir sind alle einverstanden, dass Klimaziele sind wichtig, wir sind alle einverstanden, wir haben auch die erneuerbare Pakete zugestimmt. Ja, im Ständerat. Im Ständerat und so. Aber heute, die Familien, die Unternehmen, die brauchen eine Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet, dass heute und morgen, die müssen auch klipp und klar wissen, dass eine gute Strategie haben werden, um die Strom immer gewährleistet wird. Weil wir haben entschieden, eine Technologieverbot. Genau. Eine Technologieverbot. Ist das wirklich das richtige Weg? Sollten wir nicht noch einmal diese Thema auf den Tisch bringen? Weil ohne die Kernkraftwerke müssen wir noch 26 Terawatt ersetzen. Können wir das wirklich machen? Nur mit erneuerbarer Energie? Können wir die Energieversorgungssicherheit gewährleisten, wenn wir wissen schon heute, dass 60% sind fossile Energie? Wir wissen ganz genau, wo wir gehen wollen. Aber erstens, man kann dekarbonisieren, nun wenn die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Sonst werden wir nur ein Chaos, werden wir nur Probleme in unserem Land haben. Aber ich höre daraus eben, es könnte jemand von der SVP dieses UWEC übernehmen. Das sagt heute, wir nehmen die Sendung am Dienstag auf, auch Franz Grütter, glaube ich, Vizepräsident, oder? Immerhin. Er ist Abchef. Vizepräsident ist heute der Marcel Dettling. Okay. Er hat einen Auftrag bekommen, die Wahlen zu gewinnen. Gut. man muss wirklich. Ja, klar. Das sind beides wichtige Departemente, die jetzt ersetzt werden. Und eigentlich müssen die Bürgerlichen einen Führungsanspruch geltend machen. Ja. Ja,
Und das würde dann aber bedeuten, wenn dann möglicherweise Viola Amherd noch wechselt, was nicht sicher ist, aber vielleicht. Ich meine, jemand von der SP ins VBS, warum nicht? Ja. Oder sagst du nein? Ein Albtraum, meinst du? Nein. Wäre es ein Albtraum? Nein. Eva Herzog? Nein. Wie gesagt, im Bundesrat gibt es heute noch eine bürgerliche Mehrheit. Und es gibt wichtige Themen. Finanzen, UVEC und Armee, meiner Meinung nach. Armee gehört zu dieser Etikette Sicherheit. Ja? Und ja, ich gehe davon aus, dass was Guy machte in sein Departement mit Wirtschaft und Forschung und so weiter, er macht das sehr gut, er ist glaubwürdig, er ist sehr, er hat auch eine gewisse Charisma, sein Charisma erhöht, wenn ich so sagen kann, während seiner Präsidialjahr. Ja, ja. Das ist für uns auch eine Vorteil und für die Schweiz auch. Und so, wir haben alle die richtige Voraussetzungen, um eine bürgerliche Politik zu machen. Gut, jetzt, wir sind schon ein bisschen in den Themen angelangt, oder? So ein bisschen, du hast erwähnt, Energie ist ein großes Thema. Und ich meine, mir fehlt manchmal, Guy Parmelin könnte noch etwas mehr von großen Kraftwerken reden, oder? Er ist da sehr kollegial. Und molto, so. Molto. Oder? Ich finde ab und zu, weil in der Energiestrategie war ja auch die Rede von großen Gaskraftwerken, oder? Nur hat dann niemand, plötzlich wollte niemand mehr etwas wissen, auch Simonetta Sommaruga nicht, oder? Brauchen wir? Du hast letzte noch etwas, das ist wahr, er ist sehr kollegial. Ich würde nicht sagen, dass Uli Maurer nicht kollegial war, aber er könnte in einigen Momenten auch ein gutes oder mindestens seine Gefühle zeigen. Ja, und das war für uns auch sehr wichtig, weil die nächste, meiner Meinung nach, nächste Herausforderung wird noch einmal die Zuwanderung sein. Okay. Weil man spricht über Strom. Ja, wir wollen jetzt Strom gewährleisten. Okay, aber mit 8 Millionen Leute ist eine Sache, mit 9 Millionen Leute ist eine andere Sache. Und man weiß ganz genau, dass nächstes Jahr werden wir eine Wachstum von 200.000 Leute hier in der Schweiz. Die sind die Ukraine, die sind die Flüchtlinge und die sind die normale Einwanderung. Es ist eine riesige Zahl. Und wir denken auch nicht, dass wir müssen Infrastrukturen bauen, Bildung und Strom und so weiter und so fort. Und da könnte ja Karin Keller-Sutter die Finanzen übernehmen und ein SVP-Bundesrat das EJPD und sich um die Zuwanderung kümmern. Es gibt viele wirkliche Gelegenheiten oder gibt viele Optionen. Wenn man über Rösti spricht, normalerweise man denkt, dass er hat schon die richtigen Kompetenzen, um UVEC zu übernehmen. Weil ich höre oft, dass er ist der Grundfavorit. Ich gehe davon aus, dass er ist ein sehr guter Kandidat. Er ist bekannt hier. Er ist in UVEC. Themen ist er, hat er immer Themen, gearbeitet. Weil ehrlich gesagt, wir brauchen auch Leute in diese Departemente, die sofort die Themen behandeln können. Eine Lehrling wäre problematisch. Wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt die Themen richtig behandeln. Darum, ich sehe schon auch diese Gelegenheit. Aber heute, wenn man über ihn denkt, aber wenn man denkt über Salzmann, Salzmann wäre eine super Typ oder Anzueli Vogt auch. Er hat klare Ideen in diesem Bereich. Also im Bereich der Zuwanderung, meinst du? Ja. Ja, okay. Und also aber jetzt dein Kampf für die Selbstbestimmungsinitiative. Also, ja. Jetzt reden wir ein bisschen über die Zuwanderung. Du hast erwähnt, es gibt die Ukraine-Schutzstatus, es gibt das Thema Asyl und es gibt das Thema Zuwanderung über die Personenfreizügigkeit. Was macht ihr? Was schlägt ihr vor? Was kann man überhaupt tun? Viele sagen hier, man kann gar nicht viel tun. Aber man sollte einfach unsere Bundesverfassung umsetzen. Ja, also die Masseneinwanderungsinitiative. Was wir wollen, das steht schon in unserer Bundesverfassung. Es war einfach nicht umgesetzt. Das ist das Problem. Und wenn du mit mir über diese Themen sprichst, du musst nicht vergessen, dass ich Tessiner bin. Und in meiner Region, es gibt viele Leute,
aus dem Mittelstand, die leiden unter diese Masseneinwanderung. Mhm. Die Grenzer, die waren 35.000 und heute sind 80.000 Franken. Mhm. Also 80.000. Die jeden Tag hin und her. Das ist eine riesige Zahl. Und wenn du denkst, wer sind wirklich die Gewinner in dieser Situation? Mhm. Die sind immer die Grenzgänger, weil machst du dich erinnern, wenn den Wechselkurs zwischen Franken und Euro, 1 Franken 20 oder so war, oder sogar oder noch 1,60, 1,40, eine Barriere, 1,20 und jetzt 1:1. Mhm. So, sie haben Kaufkraft gewonnen, aber die Leute, die in Kanton Tessin, der Mittelstand, die sind einfach unter Druck gesetzt, weil es gibt tausende Leute, die wollen in der Schweiz arbeiten, weil sie verdienen besser als andere, aber die können auch tiefere Lohnen fragen. Mhm. Und ihre Lebenshaltungskosten in Italien sind natürlich deutlich tief. Das ist so. Darum für Wohnung, für Essen, für Kleidung. In Kanton Tessin, wir haben zum Beispiel die Prima in Ostri. Prima in Ostri, nicht gegen Grenzgänger. Wir haben immer diese Kräfte, eine Bedürfnis auf diese Kräfte. Mhm. Aber ich möchte auch meine Leute bevorzugen. Die Leute, die unsere Gesellschaft aufbauen auf den Gebiet. Die Fußball spielen, die einen Verein gründen, die Steuern zahlen, das ist völlig klar. Mhm. Und diese Leute, die sind Wettbewerber, die sind konkurrenziert von Leuten. Auf dem Arbeitsmarkt, sagst du. Ja, das ist so. Das ist aber unglaublich. Mhm. Unglaublich. Darum in unserer Bundesverfassung, es gibt diese Inländervorrang. Ja. Hier in der Deutschschweiz, man spürt ein bisschen weniger. Man spricht über, aber bei mir in den Grenzregionen, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Hier, es gibt ein anderes Problem. Das ist diese Explosion der Bevölkerung, diese Tsunami von demografischer Aufstieg der Bevölkerung. Genau, die Alterung der Gesellschaft, ja. Und ja, aber auch, wollen wir wirklich eine Schweiz von 10 Millionen, eine 10 Millionen Schweiz? Mhm. Das ist ein Thema. Ja, ja. Das ist ein. Das höre ich hier immer wieder, zum Beispiel Ständerätin Heidi Zkracken hat hier im Gespräch auch gesagt, das will ich nicht. Ja. Oder? Aber dann, wenn man dann fragt, ja, ich frage dich jetzt auch, was tun? Aber es geht schnell. Ja, aber was kann man tun? In unserer Bundesverfassung, es gibt klipp und klar Kontingenti, Testi Massimi e Preferenze. Also Kontingente, Inländervorrang. Und auch Zahlen. Ja, genau. Mhm. Ja. Das wollen wir einfach umsetzen. Ja. Aber wir haben noch nicht die Mehrheit hier im Bundeshaus. Machst du dich erinnern, alle diese Spielerei, um diese Initiative nicht zu umsetzen. Mhm. Das war unglaublich. Das ist einfach so, weil insbesondere auch die FDP und die Mitte haben Angst, es gebe dann ein Problem mit der EU. Darum machen sie es. Ja, entweder ein Problem mit der EU oder entweder ein Problem in der Schweiz. Aber weil wir werden ein riesiges Problem in der Schweiz. Wir haben schon Stromversorgung erwähnt, aber ich kann wie früher Bildung, Infrastrukturen, Miete, Gesundheitswesen. Gesundheitswesen. Wir brauchen auf unserem Gebiet Kompetenzen. Mhm. Hm? Es gibt andere Länder, die das machen. Mhm. An welches Land denkst du? Ja, zum Beispiel Kanada. Mhm. Du kannst nicht in Kanada einwandern, wenn du nicht die richtigen Kompetenzen hast. Und dann, heute müssen wir, es ist auch unsere humanitärische Seite und ich bin stolz, dass wir das machen mit der ukrainischen, aber es gibt schon 100.000 Ukraine und dann noch 25.000 Flüchtlinge. Mhm. Und sind sie wirklich, diese Leute sind hier, weil einen humanitärischen Grund gibt? Mhm. Oder sind sie hier oder kommen hier, weil sie wirtschaftliche Migranten sind? Das macht für mich einen riesigen Unterschied. Ja, das ist eben, heute wird das nicht mehr streng unterschieden, faktisch. Nein. Also im Gesetz schon, aber. Ja, im Gesetz schon, aber. Ich folge auch zum Beispiel, was es passierte zwischen Italien und Frankreich. Mhm. Jetzt gerade auch. Jetzt gerade. Das ist ein Zirkus. Mhm. Ein Zirkus. Mit Schiffsflüchtlingen und so. Mit Schiffsflüchtlingen und so weiter. Man hat uns gesagt, mit Frontex können wir endlich die Probleme lösen. Mhm. Ist es wirklich so? Nein, wir haben einfach den Schutz unserer Grenze
aufgegeben. Und in außer Grenze funktioniert es nicht. Und die werden kommen und die werden immer mehr kommen, weil sie wissen ganz genau, dass wir sie nicht bereit, eine richtige Unterschied zwischen Wirtschaftsmigranten und Flüchtlinge. Politische Flüchtlinge. Ja. Das ist so. Ja. Und wir müssen noch einmal über diese Thema auf den Tisch bringen. Also das heißt, du möchtest noch eine stärkere Frontex, oder? Das ist ja, und links sagt dann ihr wollt eine Festung Europa. Wir haben das unterstützt, zum Beispiel. Wir haben da, und das war nicht so einfach für die SVP, ja? Weil man hat auch gelügt, es kostet nur 8 Millionen, es ist kein Problem, es wird alles einfach, aber es funktioniert es nicht und es kostet viel. Mhm. Wir wollen den Schutz unserer Grenze hier in der Schweiz. Aber in diesem Moment haben wir, in dieser Abstimmung, haben wir auch Frontex unterstützt, weil wir haben nicht unsere Grenze geschützt heute. Ja, es hat in der SVP auch Leute gegeben, die gesagt haben, wir sagen da nein. Und dann treten wir aus Schengen aus. Das wäre, so. Ja, okay. Aber das war ein Wunsch. Das war nicht auf dem Abstimmungszettel. Ich verstehe ganz genau. Okay. Ich unterschreibe das. Aber das ist nicht die heutige Lage. Aber die Unterschiede zwischen diesen Leuten, die einwandern, um eine bessere Zukunft zu finden, es ist selbstverständlich. Und die humanitäre Hilfe mit Flüchtlingen, die sind zwei verschiedene Sachen. Und wenn wir das mischen, werden wir eine Zuwanderung, eine riesige Zuwanderung haben und schlussendlich ein riesiges Problem haben. Mhm. Also jetzt haben wir über diese Flüchtlinge geredet, da muss man noch mehr schauen, dass weniger Kontrollen kommen. Und bei der Personenfreizügigkeit umsetzen der Masseneinwanderungsinitiative. Jetzt sage ich etwas, bei beiden Themen, da kommst du, dass die Mehrheiten reichen hier nicht, oder? Ja, aber es kommen die Wahlen. Na gut, aber ihr werdet ja nicht eine, also weißt du, ihr werdet ja nicht 50% erreichen. Nein, das ist so. Darum sind wir, und bin ich auch, manchmal enttäuscht, dass gute Lösungen oder Lösungen können nicht umgesetzt werden. Weil wir müssen immer einen Kompromiss miteinander finden. Ja. Das ist so. Aber je mehr stärker sind wir, desto der Kompromiss ist einfacher. Mehr auf eurer Seite. Ja, das ist so. Darum brauchen wir eine Kraft hier eine zusätzliche Kraft hier im Ständerat und im Nationalrat. Und die Lösung für die Zuwanderung, siehst du die eher, dass die Schweiz selber Lösungen oder die Grenze schützt und das gemacht oder in der internationalen Zusammenarbeit? Wir haben 400.000 Grenzgänger hier. Ja. Wir bezahlen alles, was machst du dich hier? Jemand hat uns gesagt, ja, um Reisen zu fördern, müssen wir diese Milliarden Kohäsion bezahlen. Ja. Ist das wirklich so? Die EU sagt das. Ja, aber sie haben auch das nicht gemacht, weil wir haben noch bis jetzt eine und bezahlt haben wir. ich bin der Meinung, das macht man, wenn wir verhandeln. Wir sind einfach zu schwach. Wir sollten auch unsere Vorteile zeigen. 400.000 Leute, die hier in der Schweiz arbeiten. Wir haben Alptransit aufgebaut, 24 Milliarden investiert. Und keine Franken von anderen bekommen. Und zwar, wir sind in der Mitte der Schweiz. Wir haben auch riesige Vorteile, die wichtig sind für Europa. Wir kaufen mehr, als wir verkaufen in der Europäischen Union. Diese sind auch Elemente, die wichtig sind, wenn du eine Veränderung hast. Das bedeutet nicht, dass wir wollen gar nicht einen Streit. Wir wollen gute Beziehungen. Aber wenn wir beginnen schon hier in der Schweiz, wir sind gerade dabei, unsere Position zu schwächen. Die Parteien sagen sofort, eine sagt Beitritt. Ja. Der andere, in 5 Jahren Beitritt. Der andere sagt, wir müssen jetzt mit der Europäischen Union gut sprechen, gute Veränderungen. Wir können, vielleicht können wir das geben oder so. Ja, mit solcher Strategie wird du nur verlieren. Die Wirtschaft sagt,
wir brauchen die Personenfreizügigkeit, wir brauchen die Zuwanderung, wir brauchen die Grenzgänger. Ist die SVP gegen diese Anliegen? Nein. Bundesverfassung, unsere Initiative, deve essere commisurato con le esigenze dell'economia. Genau, also es muss auf die Bedürfnisse der Wirtschaft abgestimmt werden. Das ist klar. Wenn es gibt Bereiche, wo einen Mangel gibt. Mhm. Und dort, warum sollten wir nicht erlauben? Mhm. Es ist unsere Entscheidung und wir können erlauben, Kontingenten zu erhöhen oder kein Problem. Wenn wir Spezialisten brauchen, das ist Kompetenzen. Diese sind Kompetenzen, die hier fehlen. Ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen nur Menschen und Kompetenz. Aber wenn du Gespräche hast mit Leuten aus der Wirtschaft, mit Verbänden oder Unternehmen und so, die wollen das nicht. Die waren auch damals gegen die Initiative. Ja, aber heute, es gibt ein gutes Gespräch mit diesen Verbänden. Es ist mindestens offen. Ja. Offen. Sie wissen ganz genau, welche ist unsere Position. Wir versuchen auch pragmatisch zu sein und sie sind auch pragmatisch. Was bedeutet, was wollen wir für unsere Schweiz? Wir zum Beispiel, wir wollen gar nicht, dass in Brüssel eine Entscheidung, oder wir wollen, besser gesagt, wir wollen, dass in der Schweiz, das letzte Wort bleibt zu unsere Bürgerinnen und Bürgerinnen. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Und die haben das verstanden. Ich bin sicher, dass sie sind jetzt einig mit uns, dass eine unabhängige Schweiz ein wichtiger Vorteil auch für den Wirtschaft ist. Mhm. Wir wollen nicht bremsen oder einfach sagen, basta, ist zu viel. Wir wollen steuern. Und es ist gar nicht ein Stopp. Es ist eine Steuerung. Ja. Und eine Steuerung ist etwas vernünftig. Mhm. Sonst werden wir immer auf diese Themen sprechen. 200.000 Zuwanderer, eine Schweiz von eine 10 Millionen Schweiz, eine Mangel in Strom, eine Mangel in Infrastrukturen und so weiter. Mhm. Im Wahlkampf wird die Konkurrenz, SP und Grüne werden sicher etwas sagen zu Klima und auch wieder zu Frauengleichstellung. Ja. Was sagt die SVP zu diesen Themen? Das Klimaschutzgesetz sind Sie am Sammeln von Unterschriften? Ja, Klimaschutz. Ist die SVP gegen den Klimaschutz? Nein, gar nicht, aber Klimaschutzgesetz. Mhm. Die waren 4 Entwürfe. Die 4. Entwürfe haben wir zugestimmt. Das war die Forderung der erneuerbaren Energien. Genau. Und Entschuldigung, aber es gibt hier Projekte in der Schweiz, die wurden verhindert, aber nicht aus SVP-Reihen. SP-Reihen, wenn ich denke, zum Beispiel Grimsel oder andere Projekte. Das haben wir zugestimmt. Klimaziele, schlussendlich, das ist einfach ein Weg, um die fossile Energie zu verhindern. Mhm. Und ist es wirklich heute vernünftig, eine solche Entscheidung? Es ist gar nicht vernünftig. Warum? Weil wir können nicht genügend Strom produzieren ohne Energie. Weil Strom wurde mit anderen Quellen produziert. Mhm. Aber Energie produzieren ohne diese fossile Energie zu gewährleisten. Oder wie können wir auch die Kernkraftenergie ersetzen, ohne andere Quelle? Ja. Ich befürworte einen Mix von Energie, um die gesamte Energie zu gewährleisten. Ja. Mit diesen Klimazielen, wir bedienen einfach eine Ideologie. Darum sage ich dir, dass Schluss mit dieser Ideologie. Wir müssen jetzt die Priorität geben zu unserer Versorgungssicherheit. Darum haben wir eine andere Position als SP und Grüne. Mhm. Die werden immer Klimaziele erwähnen. Vielleicht werden sie auch auf die Straße einige Auto bremsen oder stoppen oder einige Bilder zerstören. Wir wollen einfach pragmatisch sein. Und pragmatisch bedeutet auch raus von dieser Ideologie. Mhm. Ja, pragmatisch sein kann man auch mit ein bisschen Weißwein. Ah, certo. Marco Chiesa, danke für den Besuch. Grazie und a te. Vielen Grazie. Dank, alles Gute. Grazie a voi.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt unten dran den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr informiert seid. Danke fürs Zuschauen. Wir hören uns, wieder in einer Woche beim nächsten Fäusi Federal. Direkt das, was interessiert in der Politik, zu euch heim, auf die Ohren oder auf die Augen, wo auch immer. Merci fürs Zuschauen.